So. Boah, jetzt muss ich ja. Ach, wie war? Ich muss ja mal rumlaufen. Aber Post? Ey, wir haben Post! Guten Abend! Ich habe zwei Briefe für Rijo. Hier ist ihr erster Brief. Dieser Brief ging per Nachname. Das macht 201 Rubine. Ist Ihnen das recht? Was? Per Nachname? 201 Rubine? Was? Naja, wenn es nicht anders geht. Wirst dafür auch noch angespuckt. Sehr geehrter Herr Fee, vielen Dank für deinen Kauf. Ich habe dir die Wahnsinnskarte beigelegt. Auf ihr sind die Karten eingezeichnet, an denen du die Triforce-Karten findest. Wahnsinn, oder? Also mach dich daran, all die schönen Karten zu finden, damit ich mir meinen Kopf über sie zerbrechen kann. Eines bitte ich aber zu entschuldigen, Herr Fee. Den Ort der letzten Karte wusste ich nicht. Die scheinen nämlich umherzuwandern, sobald es Nacht wird. Bitte nicht böse sein. Tingle. Wait, wir haben die Wahnsinnskarte. Das wirft uns im Spiel kilometerweit nach vorne. Das ist der blanke Wahnsinn. Ja. Hier ist ihr zweiter Brief. Und wieder angespuckt, immer dasselbe. Rijo, geht es dir gut? Ich schreibe dir diesen Brief vom Piratenschiff aus. Am Anfang hatte ich etwas Angst, aber eigentlich sind sie alle nett. Gonzo sieht groß und stark aus. Aber weil Tetra nicht da ist, weint er die ganze Zeit. Natsu wirkt ein bisschen eingebildet, ist aber auch sehr nett und freundlich. Seneca sieht mit seinem Bart zum Fürchten aus, aber er erzählt lauter lustige Geschichten. Zuko ist aber leider nicht so nett. Mokko ist sehr ruhig und brav, aber wenn man ihm seine Brille wegnehmen will, riecht er sich immer furchtbar auf. Mit Nico spiele ich sehr oft, aber trotzdem fühle ich mich etwas einsam, weil du nicht da bist. Ich helfe ein bisschen an Bord mit und deswegen bekomme ich auch etwas Taschengeld. Ich habe es dir beigelegt, hoffentlich nützt es dir. Mein Fernrohr kannst du noch für eine Weile behalten. Ich werde mich nicht unterkriegen lassen, also lass du dich auch nicht unterkriegen. Ari. Ey, unser Schwesterchen hat uns geschrieben. Ist ja geil. Ewig nichts von ihr gehört. So, wie kommen wir jetzt? Wie machen wir es nochmal? Glaube, wir mussten jetzt mit der reden. Hallo? Ja, ich schleich mich. Ist ja gut. So. Wir gehen aus dem Blickfeld. Einmal um quasi die Insel herum. Weil die quasi bei ihrem Arbeitgeber klaut. Das hätten wir vielleicht vorher nochmal in Erfahrung bringen sollen. So, von wo aus kann man den gut beobachten? Geht das von hier? Ja. Das funktioniert. Na? Wollen wir klauen? Ha? 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 Klauen? Klauen? Ja? Klauen? Los, klauen. Jetzt geh schon klauen. Frauen. Tun nie das, was man von ihnen erwartet. Ich hätte gerne Wind. Warum um Wind bitten, wenn man ihn sich selbst machen kann, ja? So. Und da lang. Dreht sich damit auch das Ding wieder? Nee. Wie kriegt man das nochmal zum Laufen? Ich weiß es gerade gar nicht. Naja. Voll auf die Phrase. So. Irgendwas Dach darauf? Ich glaube ja. Ups. So. Voll die falsche Windrichtung. Aber mal richtig hart. What? Jetzt komm schon her. Jetzt ist ja nichts. Ist ja nicht zum Aushalten. So. Muss ich mich hier irgendwo verstecken? Ist sie überhaupt noch da?
Denn ich warte da noch ganz brav. Schwierig, schwierig. Es gibt so viel zu entdecken. Und wir gehen jetzt erstmal hier rein. Ich glaube, man musste bei dem einfach mal oben durchgehen. Aber weil wir können mal eine Runde spielen. Hallöchen. Für Kinder macht das 10 Rubine, ne? Leistest du dir denn Spaß? Ja, juhu! Ach so, na also dann. Sei mir gegrüßt in meiner Flotte. Ich bin Atrimal Aquabar. Wir sind im Alarmzustand. Die gegnerische Flotte nähert sich uns von der verwunschenen Bastion. Alles sofort in Position und Gefechtsbereitschaft. Also ich habe das Gefühl, er ist bei seinem Job ein bisschen gelangweilt, deswegen rede ich gerade mal so. Was? Na, wenn das so ist. Alles klar. Der Feind nähert sich uns mit 3 Schiffen. Einem großen, einem mittelgroßen und einem kleinen. Wenn wir dich nicht schnell zum Gegenangriff blasen, sind unsere Kinder in Gefahr. Ihr müsst unter Zuhilfenahme des neuen Radars die versteckten gegnerischen Schiffe aufspüren und versenken. Allerdings stehen jedem von euch nur 24 Schuss zur Verfügung, um den Feind zu versenken. Braucht ihr 4 für das große, 3 für das mittelgroße und 2 Schuss für das kleine Schiff. Mit Hilfe von Blalalala. Jawohl! Ausgezeichnet, der bisherige Rekord liegt bei 20, um alle gegnerischen Schiffe zu versenken. Hey. So, Wow. Gut, das Große haben wir schon mal. Ja. Taktisch vorgehen. Haben wir Taktik? Nein, haben wir nicht. Hat. Ernsthaft? Ey, das ist doch. Ja, wir machen es nochmal, ja. Ich lass mich doch nicht so unterkriegen hier. Nee, 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 nee. Okay. 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 Das war schon mal das Kleine, das ist schon mal gut. So, jetzt die große Frage, wo ist das Letzte? Nein. 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 Oh. Nochmal. Ich mache jetzt die letzte Runde. Vielleicht haben wir ja Glück. So. Nein. Wunderbärchen. Okay. Nein. 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 Okay, das war das. Ah, oh, natürlich. Ach komm, das wird noch nachträglich generiert. Das können wir mir nicht erzählen. Kannst du nur verlieren hier. Naja, aber. So. Hallo. Wir wollen aber da vorne hin. Ich würde da gern drauf. Ich habe keine Magie mehr. Wieso habe ich keine Magie mehr? Was? Das kann doch nicht sein. Ach. Ist Mädel mittlerweile mal klauen gegangen? Leichtig. Die sagt echt nichts anderes. Naja.
Gut. Jetzt lauf, du siehst mich nicht mehr. Komm, hau ab. Was muss man hier machen, damit die losläuft? Ah, verstehe. Ach. Also witzlos. Ach, Manno. Och, nö. Ey, das machen wir noch mal. Und wieder raus. Ha. Jetzt habe ich das Prinzip mal verstanden. Hallo. Ja, wir gehen ja schon. Es kommt nicht drauf an, in welche Richtung man geht. Oder bleibt sie stehen? Guckt. Keiner da. Gut, dann mal weiter. Wir halten uns in angemessener Entfernung auf. Okay. Gut. Dann weiter. Ah, da vorne ist sie. Okay. Da oben links ist sie zu sehen. Jetzt rennt sie gerade wieder weg. Vorsichtig, vorsichtig. Wir sind ja hier Detektive. Auf geheimer Mission und so. Sie ist oben lang. Okay. Ja, vorsichtig. Da ist sie. Wie kannst du mich gesehen? Ah, haben wir jetzt Katzengeräusche gemacht oder was? Aha. Jetzt haben wir die echt mit dem Katzengeräusch abgelenkt? Ups, ups, ah, Vorsicht. Wie kannst du bitte weglaufen? Da, ich habe ein Beweisfoto von dir, ja? So ein Witz. Das ist so lächerlich. Alter. Dieses kleine Mädchen regt mich. Ja. Kann man hier rumschalten? Nein. Ich will das zeigen. Mann. Also, Entschuldigung, Leute, wir machen das Ganze nochmal. Haha. Ich hab doch noch gar nichts. Ich habe mich keinen Millimeter bewegt. Ich habe nichts gemacht. Wer ist da? Das ist doch so. Tja. Und Kehrtwende. So. Hallo. Tschüss. Jetzt bleibt unten stehen. Wir verfolgen dich nicht. Nein, keine Angst. Lauf ruhig weiter. Wir tun nichts. Wir verpfeifen dich nicht. Wir schießen nur ein Beweisfoto. Das war's. Du lauf.